Hallo und herzlich willkommen beim Praxisflip. Mit Praxisflip soll deutlicher werden, was die vier Basisfragen zur Neubelebung für euer Team bedeuten können. Das geschieht durch Interviews mit Teilnehmern eines Neubelebungsprozesses, die genau mit diesen Fragen seit längerer Zeit unterwegs sind und von ihren Erfahrungen erzählen. Im Hintergrund oder zwischendurch gibt es mitunter die passenden, gleichnishaften Symbolbilder dazu, die in den Flips gezeigt werden. Die Landeskirchliche Gemeinschaft Stadthagen im Bezirk Schaumburg, beheimatet im Hannoverschen Verband Landeskirchlicher Gemeinschaften, äußert sich hier durch Burkhard Herrmann, evangelischer Theologe und Prediger, und aus ihrem Leitungs- und Mitarbeiterteam Jan-Christoph van Vieren, Angelika und Friedrich Hiddissen sowie Stefanie und Chris Windhorst. Euer konkretes Ziel im Neubelebungsprozess ist, dass ihr einen Gottesdienst anbietet. Das habt ihr erreicht, indem ihr euer gesamtes Gottesdienstkonzept überarbeitet habt. Dafür wurden viele Stationen und Gedanken bewegt und vieles drehte sich um den Unterschied zwischen Leitbildern und Zielen. Das hat eine Menge gebracht, dass wir dann mal über das Leitbild nachgedacht haben. Und wo ist der Kernunterschied? Es wird konkreter. Also man weiß dann ganz genau, wo man hingehen will und wo es hingehen soll und ist dann einfach konzentrierter auf das Ziel, was man dann ausgearbeitet hat. Ja, viele haben erkannt, dass ein konkretes Ziel etwas anderes ist. Aber nochmal, warum ist das wichtig? Es ist wichtig, ein konkretes Ziel zu haben, weil die Leute wissen, um was es geht. Jemand hat mal in Abwandlung des Sprichworts gesagt, bei einem Leitbild siehst du den Baum vor lauter Wald nicht. Wir haben ein klares Ziel, damit wir uns nicht verzetteln. Und ein Ziel ist natürlich auch wichtig, um nach 3 Monaten, 4 Monaten zu gucken, wo stehen wir? Ist das der richtige Weg? Müssen wir vielleicht was gegensteuern? Oder ist es eventuell die falsche Richtung? Ansonsten war es schon gut jetzt in dem Prozess, dass wir ein Ziel haben, auf das wir jetzt dann auch zuarbeiten. Und es motiviert auch die Leute. Das fand ich sehr gut, dass wir ein konkretes Ziel haben. Dann kann man die Leute jetzt gut ansprechen und sagen, wir haben jetzt dies und dies vor. Ist ein konkretes Ziel dann so eine Art Glücklichmacher für alle? Es ist sicherlich gleichzeitig so, dass wir auch welche haben, die mit diesem Ziel nicht einverstanden sind. Für die ist das wirklich eine harte Nuss. Da waren und sind viele Gespräche, Begegnungen nötig gewesen. Und wie geht ihr sonst damit um? Denn ihr habt ja mehrheitlich das neue und konkrete Ziel durchgesetzt. Und nun? Man geht gemeinsam eine Wegstrecke und ich denke, das ist einfach wichtig. Und wenn man dann Schritt für Schritt geht und auch so Teilerfolge sieht, dann motiviert das nochmal wieder ganz neu und mehr. Wie hat sich das konkrete Ziel bei euch herauskristallisiert? Wir haben die gesamte Veranstaltungsstruktur durchgesprochen. Ja, komplett. Ja, unsere sämtlichen Kreise und die Art und Weise, wie wir Dinge tun und versuchen, Menschen zu gewinnen, das kam auf den Prüfstand. Und wir haben an der Stelle kräftig geguckt, wo sind da auch Missstände. Was könnte das dann konkret sein? Also viele gehen davon aus, dass die Leute von alleine kommen. Und wie habt ihr euer Programm gecheckt? Wir sind alle Angebote nochmal durchgegangen, die wir haben und wie sie so sind und wie sie so laufen. Haben wir gemacht. Auch mit dem nötigen Bedacht auch im Umgang mit denen, die Mühe haben auch mit diesem Prozess und denen das eher fremd ist. Hattet ihr dafür empfehlenswerte methodische Hilfsmittel? Ja, im Rahmen einer Potenzialanalyse haben wir über unsere Stärken und Schwächen reflektiert und sie aufgenommen. Was haben diese systemischen Einheiten mit euch gemacht? Es ist vielleicht auch ein bisschen so eine heilige Unruhe entstanden. Vielleicht kann man das so nennen. Über die vielen Menschen, die nicht kommen. Und dass wir mit den Veranstaltungen, die wir haben, eine Unruhe bekamen. Mit diesen Veranstaltungen erreichen wir keine Menschen. Es kommen keine dazu. Und wie kann denn das vielleicht auch schwellenmäßig so gestaltet sein, dass Menschen eher einen Zugang finden zum Glauben und zu Jesus? Ich denke, wir waren schon in der Vergangenheit missionarisch unterwegs. Wir haben einen Vormittagsgottesdienst gehabt, der einmal im Monat stattgefunden hat. Aber wir haben dann gemerkt, es reicht nicht. Das klingt wirklich herausfordernd für euch und euer Team. Gibt es auf so einem Neubelebungsweg aus eurer Sicht besondere Schwierigkeiten? Schwierig ist es, möglichst viele mitzunehmen auf dem Weg und dafür zu sorgen, dass sie sich nicht ausklinken. Jedenfalls eine große Herausforderung. Dass man die Leute nicht überrennt mit seinem eigenen Tempo, sondern da Schritt für Schritt möglichst viele mitnimmt und trotzdem stehen bleibt. Wir haben mal den Eindruck, dass Gott uns da auf einen guten Weg setzt und beten entsprechend. Machen können wir es nicht.
Gibt es auch kuriose oder überraschende Einheiten im Gnadauer Neubelebungsprozess? Da haben wir auch einen Moment gehabt, wo ich habe ja gestaunt und mich gefreut, ein Abend überlegt wurde, wie kann der Prediger entlastet werden? Oh, das war ein toller Abend und da sind so viele Ideen zusammengekommen. Ist schon jetzt nur noch eine Frage des Umsetzens. Wie habt ihr generell die Hilfe und Begleitung von außen erlebt? Es ist wichtig und tut gut, einen Externen zu haben, der kann die Sachen nochmal anders einordnen und sehen und reflektieren und kann auch mal was Negatives sagen, was vielleicht für einen Insider schwierig ist. Mit Unterstützung Gnadauers. Von außen Hilfe zu holen war auf jeden Fall hilfreich, weil jemand von außen einfach deutlicher die Dinge benennen kann, als man das intern so kann. Der kann ja wieder gehen. Wir können das nicht oder wollen das nicht. Es war gut, dass wir externe Hilfe hatten, dass wir es nicht mit uns machen mussten. Ich glaube, es war für die Offenheit der Mitarbeiter, sich auf den Prozess einzulassen, nochmal eine große Hilfe. Also besonders gut fand ich, dass man über viele Sachen offen gesprochen hat, die man vorher nicht offen angesprochen hat. Impulse von außen auch hereingebracht zu bekommen, hat uns auch nochmal, glaube ich, auf dem Weg manche Entscheidungen klarer fällen lassen, konsequenter vorangehen lassen auch.